Herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Wir schauen uns heute an, wie wir die MAC-Adresse herausfinden können, besser gesagt auch die Hardware-Adresse oder physikalische Adresse wird es auch genannt. Und ja, ich erkläre das wie immer einfach und Schritt für Schritt. Und ja, ich würde sagen, schau dir noch ein bisschen die schöne Landschaft an. Heute hat es zum ersten Mal geschneit und dann gehen wir wieder rein und ich zeige dir, wie es geht. Also, let's go! Okay, dann sind wir jetzt wieder drin. Ich zeige dir direkt, wie du die MAC-Adresse findest und dafür einmal hier unten bei Windows klicken auf Start neben mir, dann CMD eingeben und einmal Enter oder hier auf Eingabeaufforderung klicken. Dann erscheint dieses schwarze Fenster. Ich mache das für dich größer, dann siehst du es besser. Und hier geben wir jetzt IP-Config ein. IP für IP-Adresse oder Internetprotokoll. Config für Konfigurationen. Und hier den Schrägstrich All noch. Das steht für den Parameter Alle anzeigen. Der Schrägstrich ist bei der 7, also auf der Taste 7. Genau. Dann einmal Enter. Und schon zeigt er uns die ganzen Netzwerkadapter an. Hier sind mehrere und wir suchen uns halt eben den aus, den wir wissen wollen von dem Netzwerkadapter, wo wir die MAC-Adresse wissen wollen. In unserem Fall ist es ein WLAN-Stick und deswegen schauen wir hier bei Drahtlos, LAN-Adapter, WLAN 2 und wir schauen jetzt hier bei physikalische Adresse. Das ist dann unsere MAC-Adresse, die besteht aus 6 Ziffernblöcken und der höchste Buchstabe ist F und die höchste Zahl ist eben eine 9. Genau. Die können wir uns ganz einfach kopieren, indem wir es markieren und mit Rechtsklick einmal draufklicken und schon haben wir es kopiert. Dann können wir es in den Editor einfügen und sehen hier unsere MAC-Adresse. Genau, das war's hier auch schon, gar nicht so schwer. Und wenn dir das Video gefallen hat und ich dir helfen konnte, gib doch ein Like. Ansonsten abonniert den Channel für mehr IT und dann wünsche ich dir noch wie immer einen wunderschönen Tag. Mach's gut und bis zum nächsten Video. Peace!